wir heute beim Livestream auf YouTube. Für uns ist das eine wahnsinnig große Sensation. Wir sind das erste Mal live auf YouTube und können euch herzlich einladen, auch in diesem Live-Chat dabei zu sein. Ich sehe schon, es sind schon viele da. Vielen Dank, es ist eine tolle Sache, dass so viele online sind und uns heute zuschauen. Wir haben auch relativ viel Zeit gebraucht, dass wir überhaupt einmal auch den Live-Chat so vorbereiten konnten. Und das freut uns natürlich dann noch viel mehr, dass viele zusehen. Worum wird es heute gehen? Momentan Corona-Krise, das heißt, wir haben ein großes Problem, nämlich wir sind alle zu Hause, wir müssen zu Hause bleiben. Auch wir jetzt sind zu Hause. Jetzt, wenn wir uns das heute anschauen, wir haben da ein lustiges Setup vorbereitet eigentlich. Wenn wir da zum einen einmal zu meinem Kollegen nach Hause schalten, der Hacker, der sitzt nämlich jetzt auch zu Hause. Hallo, servus. Servus, Hacker. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du als Systemadministrator in der Firma machst. Ich kümmere mich darum, dass für unsere Kunden die Server in Ordnung sind, dass unsere eigenen Server immer am Start sind. Wenn die Kunden Hilfe brauchen, dass man denen innerhalb kürzester Zeit antwortet, weil es natürlich wichtig ist, dass die Hilfe bekommen, sobald sie Hilfe brauchen. Ja, kurz gesagt. Ganz genau. Wunderbar. Und gleichzeitig haben wir jemanden, der die ganze Regie macht. Also wir haben eigentlich drei Standorte heute. Das ist Homeoffice Deluxe. Wenn wir jetzt da zum Burger schalten, der macht die ganze Regie, der macht die Einspielungen. Vielleicht kannst du kurz Hallo sagen. Ja, hallo. Also ich mache da jetzt die ganze, dass der Livestream rennt. Das ist zwar nicht ganz so einfach, wenn alle leider an einem anderen Standort sind, aber wir haben schwere Zeiten. Da müssen wir schauen, dass es irgendwie geht. Ja, ganz genau. Und einen guten Ablenk haben wir eh, oder? Ja, das rennt gerade alles super, ohne Probleme. Wunderbar. Ja, dann hoffen wir, dass es so bleibt, falls es nicht so ist. Wir sind live, es können Fehler auftreten. Lasst euch noch aus der Ruhe bringen, das ist dann halt so. Ja, wie gesagt, wir sind alle auch von zu Hause unterwegs. Wir sind aus dem Homeoffice, melden wir uns. Wir haben das über Homeoffice organisiert heute. Und heute geht es um das Thema, wie man kostenfreie Live-Chats machen kann, wie man kostenfreie Videokonferenzen managt und so weiter. Es sind ja, wenn wir uns heutzutage anschauen, das haben ja die meisten jetzt sicherlich schon mit Videokonferenzsoftware zu tun gehabt, entweder privat oder im Business. Wenn wir uns anschauen, es gibt ja verschiedenste Software, fangen wir zum Beispiel an bei einer sehr bekannten, bei Zoom, das ist eine amerikanische Software. Die haben ja auch, das ist ganz lustig eigentlich, die haben letzte Woche auf einmal eine Bewertung im App Store von 2,4 Sternen gehabt, obwohl sie normalerweise 4,5 circa gehabt haben. Jetzt sind sie zum Glück eh schon wieder auf 4. Aber warum das Ganze? Weil innerhalb von kürzester Zeit so viele diese Software genutzt haben. Und genau das ist halt das Problem, dass dann die Server überlastet waren und ja, dann haben sie in den Bahamas halt noch ein bisschen Server dazu gebaut oder die Kapazitäten erhöht und jetzt, da geht es schon wieder. Die nächste Software, die wir nutzen, ist auch, oder die viele nutzen, ist Skype. Skype, also das war ja früher das Teams in Microsoft. Mittlerweile ist es Skype for Business oder Skype. Ja. Und diese Software wird auch von Unternehmen genutzt. Und vielleicht, dass man noch anführt, die Software Hangouts, das ist von der G Suite, also von Google die Software, die auch in Gebrauch ist. Übrigens, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das in den Chat oder wenn die Lautstärke nicht passt oder sonstiges, einfach in den Chat schreiben bei YouTube. Wir gehen später dann auf alle Fragen selbstverständlich ein. Was ist jetzt das große Problem dieser genannten Software-Module, die ich gerade gesagt habe? Es sind im Grunde zwei Punkte. Der eine Punkt ist der, dass es etwas kostet. Sprich, wenn du jetzt dort länger zum Beispiel als 40 Minuten wie bei Zoom Konferenzen machen willst, dann musst du monatlich schon einmal etwas zahlen. Du musst Geld auf den Tisch legen, damit du das vernünftig nutzen kannst. Und gerade die Business-Versionen, Skype for Business und Co. Kostet was. Das muss bezahlt werden. Und das ist der erste große Nachteil, den diese Komponenten alle liefern. Und der zweite ist, dass wenn du das Firmen extern nutzt, dann hast du ja die Situation, dass derjenige, mit dem du eine Konferenz machen willst, dass der auch einen Account haben muss. Das heißt, der muss sich registrieren und erst dann kann er deiner Konferenz beitreten und kann mit dir chatten. Und wir zeigen euch jetzt eine Software,
die genau diese zwei Punkte nicht hat und die uns sehr begeistert hat. Das heutige Stichwort, die heutige Software nennt sich Jitsi. Und jetzt wollen wir zum Hacker zurückschalten. Er wird uns jetzt erklären, was für einen Ursprung das hat und warum die Software so cool ist. Ja, die Frage ist, was ist dieses Jitsi eigentlich? Wenn wir heute von Jitsi reden, reden wir grundsätzlich eigentlich schon von der Organisation mit dem gleichen Namen, die sich darauf spezialisiert hat, Kommunikationssoftware zu vertreiben, zu betreiben etc. Angefangen hat das Ganze damals relativ klein mit einem Studenten, der im Jahre 2003 ein kleines Kommunikationstool programmiert hat, das es ermöglicht hat, über Voice-over-IP-Techniken Audio- und Videokonferenzen zu machen. Das Ganze wurde später dann umbenannt, erweitert etc. 2011 gab es dann noch den Versuch, auf ein anderes standardisiertes Protokoll, das für Webchats und so weiter verwendet wird, umzustellen. Und man hat das Ganze dann sogar noch auf Videokonferenzen erweitert, sprich es war nicht mehr möglich, dass zwei miteinander über Video gesprochen haben, sondern es war auch möglich, dass es jetzt mehrere waren, bis man dann 2014 etwas entdeckt hat. Da gab es dann eine tolle Software, die wurde auch wieder von, wenn ich mich recht erinnere, von einem Studenten entwickelt, die es ermöglicht hat, über das Internet miteinander zu kommunizieren. Und da sah man die Chance, diese SOTs umzubauen, um über die eigenen Technologien, die eigene Videokonferenztechnologien zu laufen und so Videokonferenzen einfach über den Browser stattfinden zu lassen. Ja, ich habe es schon kurz erwähnt, wie funktioniert der Aufbau von Jitsi. Dieses Jitsi ist relativ einfach. Wir haben einen Server, über den finden sich die Leute, und wir haben den Browser der Nutzer. Zum Server habe ich entweder ganz, ganz einfach die Möglichkeit, ich gehe auf meet.jit.ci und verwende die offizielle Instanz, die von den Entwicklern selbst betrieben wird, oder ich setze ihn auf meinen eigenen Server auf. Jitsi Meet hat nämlich den Vorteil, es ist eine Open-Source-Software, die von jedem kostenfrei umprogrammiert und selbst gehostet werden kann. So habe ich mich nun entschieden, dass ich es entweder selbst hoste oder die offizielle Instanz nehme, ist die nächste Frage, was mache ich jetzt genau? Ich gehe einfach auf die Seite im Browser und suche mir einen Chatroom-Namen aus. Dieser Chatroom-Name sollte idealerweise etwas sein, das lang genug ist, dass es nicht zufällig Fremde erraten können, aber auch einprägsam und kurz genug, sodass ich es meinen Bekannten, mit denen ich Videokonferenzen machen will, mitteilen kann. Zusätzlich habe ich dann noch die Möglichkeit, falls mir das nicht ausreicht, dass ich auch tatsächlich noch ein Passwort festlege, ohne dass dann ein Zugriff auf die entsprechende Konferenz nicht mehr möglich ist. Wie gesagt, ich lade mir entweder einfach auf meinem Android-Handy im Play Store oder am iPhone im App Store oder auch am Tablet, also auf einem Android oder iPad, aus dem Store die App herunter, beziehungsweise auf meinem PC oder iMac gehe ich einfach in den Browser auf die Seite und kann so ganz einfach, ohne viel mehr tun zu müssen, ohne je etwas bezahlt zu haben, eine Konferenz starten. Was habe ich für Möglichkeiten für diese Konferenz? Sollte ich zum Beispiel keine Webcam haben, kann ich ganz einfach nur über Audio, also nur mit Sprache kommunizieren. Ich habe als nächstes die Möglichkeit, dass ich einfach meine Webcam oder eine angeschlossene Videokamera verwende. Und als dritte besonders interessante Möglichkeit habe ich momentan noch, dass ich meinen Bildschirm teile. Da kann ich entweder meinen gesamten Bildschirm teilen oder auch nur bestimmte Anwendungen, nur bestimmte Tabs aus dem Browser etc. Es kann da unter Umständen noch einiges Neues an Features dazukommen, hängt in erster Linie davon ab, was für Webbrowser standardisiert wird und dann auch eingebaut wird. Die große Frage ist jetzt, was sind jetzt eigentlich die Vor- und Nachteile von diesem Jitsi im Vergleich zu anderen Anwendungen? Schalten wir dazu am besten zurück zum Philipp. Ja, danke, Hacker. Jetzt haben wir schon die großen Hintergründe von Jitsi gesehen. Wir haben gesehen, warum Jitsi gut ist und was es alles kann. Jetzt ist die Frage, was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile von der Software? Ja, zu den Vorteilen. Also zum einen natürlich, sie ist kostenfrei. Ja, man muss sich auch nicht registrieren. Das heißt, man kann die Software nutzen, ohne registriert zu sein. Kann das einfach jemandem schicken, den Link, das haben wir schon gesagt. Und kann so gleich mit dem Chat loslegen. Das andere, sie ist Open Source, das haben wir auch schon gehört. Sprich, die Software ist jetzt nicht ein kommerzieller Zweck im Vordergrund, sondern der, dass weltweit Leute mitprogrammieren können, dass jeder den Code einsieht und dass man auch schauen kann, ist die Software überhaupt sicher, ist die richtig verschlüsselt und so weiter. Also das ist alles einsehbar und man muss sich dann nicht auf
Angaben vom Hersteller verlassen, sondern kann direkt selbst auch nachsehen. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Wir sind große Open-Source-Fans, wir nutzen auch Cloud-Technologien, die Open-Source sind. Wir nutzen einen Mail-Exchange-Server, der eigentlich Open-Source ist und so weiter. Also wir sind extreme Open-Source-Fans und schauen, dass wir möglichst alles in einem Netzwerk in Firmen damit abdecken können. Das Ganze ist auch DSGVO-konform, wenn man es sich selbst hostet. Weil wenn wir jetzt uns anschauen, zum Beispiel Zoom, die haben irgendwo ihre Server stehen in Amerika, da sind wir halt wieder bei der Thematik, ist das DSGVO-konform, wenn ich jetzt damit chatte? Theoretisch, wie bereits gesagt, darf man ja nicht einmal WhatsApp auf dem Handy nutzen. Das heißt, als Firma, als Mitarbeiter, so könnte man zum Beispiel sagen, man nutzt Jitsi. Und wenn man noch eine Spur weitergehen möchte, dann hostet man sich das einfach selbst auf seinen eigenen Server, ist schnell eingerichtet, in 2 bis 3 Stunden Arbeit ist das gemacht und schon hat man seinen eigenen Chat-Server. Und da kann DSGVO-technisch dann nicht mehr viel schief gehen, weil das alles bei dir liegt. Das Ganze lässt sich auch Passwort schützen, sprich wenn ich jetzt dann natürlich mit jemandem eine Konferenz mache, dann gehe ich das ja folgendermaßen an. Ich gehe auf Jitsi oder gehe auf meinen eigenen Server und gebe dort einfach den Namen der Konferenz an. Und dann kann ich sagen, ich will die Konferenz auch Passwort schützen, damit halt kein anderer einfach so über den Namen der Konferenz hinkommt. Und das ist alles möglich. Das Coole ist auch, dass die Software, wie gesagt, entsprechend verschlüsselt ist. Und damit ist es auch dann nicht möglich, dass jemand anderer trotzdem irgendwie in den Chat hineinkommt und dir zusieht, obwohl du das vielleicht gar nicht willst. Das waren jetzt da viele Vorteile, es gibt sicher noch weitere, aber was es einfach nicht gibt und was wir nicht gefunden haben, sind Nachteile. Es war unmöglich, dass wir Nachteile finden. Wir haben überlegt und so weiter und so fort, aber uns sind keine Nachteile eingefallen. Wenn Sie irgendwelche Nachteile wisst, sagt uns einfach Bescheid oder schreibt es in die Kommentare. Mir fällt gerade keiner ein und wir haben intensiv darüber nachgedacht und ja, wissen keinen. Ja, das Geld kannst du nicht beim Fenster raushauen, aber ob das so ein großer Nachteil ist, lässt sich jetzt drüber streiten. Jetzt haben wir, wenn wir uns die Handy-App anschauen, also speziell die Android-App oder die iPhone-App, dann ist es ja so, dass du auf den Handys die ganze Sache trotzdem mit App verwenden musst. Es ist jetzt nicht so, dass du am Handy, so wie am Computer, nur den Browser benötigst, ohne App, sondern du musst dir die App installieren. Die App kannst du ganz normal downloaden im App Store, die ist auch kostenfrei, selbstverständlich. Und dann kannst du Vollgas losstarten und hast alle Vorteile, die auch in der Webversion zur Verfügung stehen. Dasselbe auch in der iPad-App, die kannst du auch downloaden und kostenfrei installieren. Das ist alles schnell eingerichtet. Es ist also auch kein Problem, wenn jetzt jemand anderer sich die App schnell herunterladen muss, damit man kommunizieren kann, dann muss man ihm einfach nur das mitteilen, lade bitte die App herunter, gib den Namen der Konferenz an und schon sind wir verbunden. Er muss sich nicht anmelden und das Passwort wieder notieren in den Passwortmanager, den er möglicherweise eh nicht hat und dann vergisst er es wieder. Das kann er sich alles sparen und das brauchen wir sozusagen dann nicht. Das ist noch auch ein weiterer großer Vorteil. Und wie gesagt, am Computer benötigt man nur mehr die Web-App. Das heißt, wenn man im Browser unterwegs ist, könnt ihr jetzt bereits schon, ohne dass ihr euch die Version selber hostet, die gehostete Version verwenden, jit.si, also jit.si eingeben und dann kommt ihr schon auf die Website und könnt euch dort gleich einen Call starten. Das könnt ihr gleich mit euren Freunden ausprobieren, wenn ihr eine Open-Source-Lösung einmal nutzen wollt, wo ihr nicht nach 40 Minuten abgeschnitten werdet oder einfach was zahlen müsst. Und das ist einfach ein tolles Tool, wir nutzen das schon Jahre und jetzt haben wir uns auch natürlich aufgrund der Situation dazu entschlossen, dass wir auch einen Online-Chat bei unserem Server einrichten mit jit.si und haben ja auch dieses Seminar zum Beispiel, oder das Webinar, das läuft über Jitsi auf unserem Server gehostet. Und wir sind so miteinander verbunden. Also das ist eine schöne Sache, dass das so funktioniert. Auch für das kann man es verwenden. Das war es jetzt eigentlich schon zu Jitsi. Ich hoffe, ihr habt dann viel Freude damit. Wir werden jetzt uns der Beantwortung der Fragen einmal widmen. Und da schalte ich auch gleich wieder zu meinem Kollegen, zum Herrn Hecker, damit er sich auch wieder dazuschaltet und wir gemeinsam die Fragen einmal durchgehen. Ich schaue gleich nach, was wir da als erste Frage haben. Ja, danke René Kirscher für die erste Frage.
könnte man Jitsi quasi als Teamviewer-Alternative nutzen? Ja, die Frage beantworte ich, Hacker, wenn das für dich in Ordnung ist. Als Teamviewer könnte man sie schon nutzen, es ist nicht möglich, dass du den anderen Computer fernsteuerst. Du siehst zwar deinen Bildschirm, aber du kannst jetzt nicht selber fernsteuern, was bei Teamviewer gehen würde. Wir nutzen in der Firma zum Beispiel auch nicht Teamviewer, sondern Anydesk. Das ist eine Abspaltung von Teamviewer, die auch ein bisschen günstiger ist und unserer Meinung nach auch besser funktioniert, aber man kann Teamviewer genauso nutzen. Vielleicht die nächste Frage, Hacker, dass du die beantwortest, vom Ulrich Landschek, danke. Siehst du die? Was ist eure Meinung zum Messaging-Dienst Slack? Ja, das erste große Problem, was Slack angeht, ist, dass es, umso größer du wirst und insbesondere, wenn du eigentlich noch eine verhältnismäßig kleinere Firma bist, die jetzt nicht den großen Umsatz macht, aber vielleicht eine entsprechende Anzahl an Mitarbeitern hat, dass es relativ teuer wird. Wir haben daher für die Grundfunktion von Slack, nämlich miteinander zu chatten, haben wir wiederum eine Open-Source-Lösung im Einsatz, das sogenannte MetaMost. Das setzt du dir einfach selber auf deinem eigenen Server auf und kannst dann verschlüsselt miteinander kommunizieren. Die Daten liegen auf deinem eigenen Server, sprich DSGVO-mäßig ist es auch wieder relativ einfach, da über Kunden zu reden. Und das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich gut. Für Smartphone, Tablet und so weiter gibt es wiederum eine App. Auch für den Rechner gibt es eine App, sprich ich muss das Ganze nicht einmal über den Browser verwenden. Kann ich aber, wenn ich die App nicht nutzen möchte. Und kann so relativ einfach kommunizieren. Gut, Videofunktionen gibt es dort jetzt keine. Audiofunktionen beschränken sich darauf, dass ich Sprachnachrichten an den anderen schicken könnte. Aber wie gesagt, für die Videogeschichten, wenn ich mir da einfach Jitsi nehme, tue ich mir weit leichter. Insbesondere, weil ich mich ja für Jitsi, wie vorher schon gezeigt und gesagt, nicht extra registrieren muss. Ja, wenn wir schon welche? Ja, Entschuldigung. Wenn du fertig bist, welche Software, welches Setup verwendet ihr für diesen Livestream? Claudia Jäger, danke für die Frage. Das ist ganz einfach. Der Hacker hat ein Notebook und ein Headset. Das war es beim Hacker zumindest. Bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Ich habe mir eine Spiegelreflexkamera angeschlossen an den Computer über einen Camlink-Stick, der das HDMI-Signal praktisch schon in den Computer bringt. Und ganz spannend wird es dann beim Burgi, der, weiß nicht, vielleicht magst du das selber erklären, wie das bei dir funktioniert. Ja, ich kann es eigentlich sogar kurz jetzt sagen. Also als Kamera habe ich das iPad jetzt und der Rest läuft quasi einmal über meinen Stand-PC, da wo ich OBS offen habe. Dann nebenbei die Vorschau und den Chat habe ich auf dem Laptop. Und ja, als Kamera habe ich jetzt das iPad. Also eigentlich mit drei Geräten bin ich da herinnen. Das ist jetzt da wirklich ziemlich professorisch aufgebaut jetzt in der kurzen Zeit. Ohne dass wir viele Alternativen gefunden haben. Aber wir haben es zusammengebracht, dass es gut rennt. Und ja, ich hoffe, euch passt es auch. Die Qualität. Ja, na super. Also wir haben uns zwar geschaut, dass wir da schnell eine Lösung finden. Wir haben uns ja nicht sehen können aufgrund der Verordnungen von Corona und so weiter von der Regierung. Und genau. Bernhard Köck, danke für die Frage. Kann man den Chat auch aufnehmen? In der gehosteten Version, also in der JIT.C-Version, kann man den Chat in Dropbox aufnehmen. Da muss man seinen Dropbox-Account gleich verknüpfen, das funktioniert. Bei der gehosteten, selbst gehosteten Version ist es kein Problem, da kannst du da genügend Speicherdienste einrichten, wie du das haben möchtest. Man kann das auch als Datei zum Beispiel einfach speichern. Oder Hacker, korrigiere mich, wenn ich jetzt da was Falsches gesagt habe, aber ja, ich glaube, das passt so. Ihr findet zwar mich eh im Chat auf jeden Fall gerade den Link, auch von der gehosteten Version auch verlinkt. Und Ja, gerne. Es freut uns, wenn es tiptop funktioniert. Wir haben jetzt übrigens auch vor, dass wir weitere Webinare oder Live-Chats so machen zu Themen. Schreibt uns einfach, was euch interessiert. Jetzt wollen wir noch kurz Danke sagen an das Team und vielleicht noch kurz zeigen, wie es bei uns konkret ausschaut. Wir haben da vorher noch Selfies gemacht. Wenn wir das geschwind einspielen,
dass man sieht, wie professorisch das eigentlich ist. Es ist schon sehr interessant gemacht. Aber man findet immer eine Lösung. Man muss nur ja, ein bisschen daran arbeiten und dann haut das schon hin, wenn man auch ein paar Stunden dafür braucht. Ja, und wir nutzen natürlich auch, wie soll es anders sein, GC zur Übertragung, haben wir eh schon gesagt. Und wäre jetzt lustig, wenn wir Skype oder so nutzen würden. Ja, also wichtig ist halt, dass es schnell geht. Ja, ganz genau. Es muss schnell gehen und muss funktionieren und das tut das. Also wenn Sie irgendwie Hilfe braucht, wenn Sie sagt, Sie wollt sich das einrichten, bei euch selbst gehostet auf eurem Server nutzen, kontaktiert uns einfach, wir helfen euch dabei, wie das funktioniert und ja, geben euch da Tipps. Wenn Sie über zukünftige News informiert sein wollt, abonniert vielleicht unseren Newsletter auf unserer Website itkaufmann.at, vielleicht können wir die auch noch kurz verlinken. Und dann seid ihr immer ja, getuned über das, was wir machen und werdet auch die nächsten Live-Chats nicht verpassen. Wir werden sie auf Instagram, Facebook und so weiter wieder announcen und haben uns wirklich gefreut, dass doch so viele auch zugeschaut haben. Hacker, liegt dir noch irgendwas am Herzen? Nicht, dass ich wüsste. Wunderbar, im Burgi wahrscheinlich auch nicht. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Schauen wir, dass wir in dieser schwierigen Zeit trotzdem im Business weiterkommen können, dass wir da nicht auch soziale Kontakte meiden, dass wir das einfach über technologische Möglichkeiten machen können. Und es gibt ja für alles eine Lösung, auch wenn es schwierige Zeiten gibt. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zusehen.